wenn es rot ist, ist gut, wenn es grün ist, ist nicht gut. Ja. Hier unten ist so ein... Genau. Okay. Und es wird Momente geben, wo wir das abnehmen. Und wenn wir das wieder aufsetzen, mache ich so. Ja? Ganz easy. Okay. Wenn ihr die Musik hört, eine Musik hört, einen Song, den ich jetzt spiele, macht ihr alles so mit den Fingern, dann weiß ich, funktioniert alles, ja? Rechts, sorry, rechts ist fürs rechte Ohr und da ist das Volumen. Dann findet ihr auch leichter, na? Volumen. Weil ich mache ganz laut hier bei mir. Bitte alle Handys auch ausmachen. Damen und Herren, einerseits freue ich mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Auf der anderen Seite könnte der Grund nicht dringlicher sein. Ich begrüße Sie zum literarisch-performativen Parcours Alice und Michelle. Wir werden durch die Hamburger Innenstadt gehen, einem offenen Raum, in dem Menschen, die anders aussehen als Sie, jeden Tag Angst und Gewalt erfahren, nur weil sie anders aussehen. Sie werden von mir und Alice Harsters dabei begleitet. Sie hören von unseren Erfahrungen, Gedanken und Gefühlen. Und Sie werden sehen, wie Rassismus aussieht. Im Kleinen und im Großen. Zart und unaufdringlich, aber auch brutal und direkt. Unser Ensemble wird es Ihnen zeigen. Und dieses Mal sollten Sie nicht wegsehen. Alice und Michelle basiert auf zwei Büchern von Michelle Abdullahi und Alice Harsters, zwei Bestseller. Ich habe aber versucht oder festgestellt, nachdem ich die Bücher gelesen hatte, dass es Parallele gibt bzw. Gemeinsamkeiten. Und ich habe versucht, fünf davon herauszufinden und versucht, sie szenisch umzusetzen, zusammen mit Benson und mit Sarah. Alice und Michelle ist eigentlich, da geht es um deren Geschichte, wie sie aufgewachsen sind, was sie ertragen mussten, was sie leben mussten, was sie jeden Tag erleben, immer noch. Und da geht es einfach um, einfach gesagten Rassismus, alltäglichen Rassismus, Mikroaggressionen, die sich sozusagen aufbauen und die irgendwie raus müssen. Und letztendlich geht es darum, die Geschichte von denen zu erzählen. Das Thema geht mir ziemlich nah, weil es sehr persönlich ist und mich letztendlich auch betrifft. Und es war sehr schwierig oder eine Herausforderung für mich war, sozusagen aus der Emotion rauszugehen, um den Leuten das wiederzuspiegeln, worum es eigentlich geht und meine Emotionen wegzulassen. Und im Grunde genommen geht es im Projekt darum, dass man die Stimmen von beiden Autorinnen hört, Alice und Michelle, und
wenn die Zuschauer von Station zu Station laufen, auch Interviews von den beiden sind zu hören. Und auf den verschiedenen Stationen gibt es szenische Umsetzung, tänzerische Umsetzung durch Benson und Sarah. Tanz war eine Ausdrucksform, in der ich Dinge über mich erzählen konnte, für die ich keine Worte fand. Oder von denen ich mich nicht traute, sie in Worte zu fassen. Wenn ich zu Hip-Hop tanzte, dann fühlte ich mich verbunden mit einer schwarzen Tradition, einer schwarzen Kultur, die ich intuitiv zu verstehen meinte. Darum wurde ich beneidet. Alice, tanz doch mal, sagten meine weißen Freundinnen, wenn wir gemeinsam Musik hörten. Ich sollte ihnen die Tanzschritte aus den Videos beibringen. Doch dieses Talent wurde nicht als mein persönliches Talent gesehen, sondern als etwas Selbstverständliches. Tanzen würde mir ja liegen. Ich hätte es im Blut. Ich hätte dieses Talent nicht, weil ich, Alice war, sondern weil ich schwarz war. Wenn man denkt, dass Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, Herkunft oder Religion bestimmte Talente hätten, nennt man das positiven Rassismus. Das heißt nicht, dass es ein guter Rassismus ist. Guten Rassismus gibt es nicht. Auch rassistische Komplimente sprechen Menschen die Individualität ab. Tanztalent liegt in meiner Familie. Außerdem wurden wir früh zum Ballett geschickt, tanzten viel zu Hause. Und auch weil ich mich in den TänzerInnen, in den Musikvideos wiedererkannte, hatte ich besonderes Interesse und Ehrgeiz, ihnen nachzueifern. Die Formulierung »etwas läge einem im Blut« spielt jedoch nicht auf meine spezifische Familienhistorie an, sondern auf meine Hautfarbe. Und damit hat dieses Talent nichts zu tun. Ich würde sagen, es betrifft ja alle Menschen. Ja, genau. Und deshalb ist das für jeden sehenswert, für jede Person, die in irgendeiner Form vielleicht nochmal einen neuen Anstoß braucht. Einfach neue Perspektiven. Ich würde das Projekt jetzt, glaube ich, nicht. Ich würde es nicht selbst aufsetzen, das Projekt. Das käme mir komisch vor. Ich habe mich tatsächlich gefragt, ob ich richtig dafür bin, und ich bin aber gefragt worden, und das war für mich dann auch der Grund zu sagen, es ist ein Thema, mit dem ich mich identifizieren kann, auch wenn ich nicht betroffen bin. Und natürlich habe ich mir genau die Frage gestellt, ob das, wie das ist, als Weißer in der Produktion mitzuarbeiten. Zuerst war es so extrem, so komischerweise Traurigkeit, so eine Auseinandersetzung mit seinem eigenen Alltagsrassismus. Das fand ich am krassesten. Das ist auch gerade so ein Thema, deswegen wollte ich mir das auch anschauen. Damit man sich mal, also im Negativen gesagt, erschreckt, wie viel Rassismus in einem steckt. Ich glaube, dass wir immer wieder darauf aufmerksam gemacht werden müssen, dass Rassismus existiert, und gerade für uns, die wir an uns runtergucken und nicht eine andere Hautfarbe haben, ist es einfach so unfassbar schwer zu verstehen, was Menschen mit Migrationsvordergrund erleben jeden Tag. Also ich glaube, dass die Leute, die hier sind, sich ohnehin damit beschäftigen schon. Also eigentlich wäre das vielleicht gut, wenn die Lautsprecher so außen dran wären. Es hat alles dargestellt, was ich denke und spüre. Jede Tanzszene war das, was in mir vorgeht. Die Hintergründe dazu, dass es in der Stadt stattfindet, die Reaktion der Leute, die verschiedenen Reaktionen der Menschen darauf. Ich wurde eben gefragt, warum haben die nicht Hip-Hop getanzt? Warum sollen schwarze Menschen immer Hip-Hop tanzen? So. Nee, ich fand's mega. Es hat mich sehr berührt. Ich habe die eine oder andere Träne im Auge gehabt und dann aber auch die Energie wieder. Und jetzt, ja, das muss man erstmal ein bisschen verarbeiten.